Jörg Durz. Hans-Jörg Durz hat als nächster das Wort von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Verschiedene Redner haben den Gesetzesentwurf an verschiedenen Stellen kritisiert, haben Verbesserungen vorgeschlagen. Das ist auch absolut nachvollziehbar. Herr Lenkert hat gemeint, dass das Thema insgesamt überhaupt nichts mit Energiewende zu tun hat. Das verwundert mich schon ein klein wenig. Wir sind uns bei der digitalen Agenda eigentlich insgesamt absolut einig, dass die Digitalisierung einen ganz zentralen Baustein bei der Energiewende beitragen wird. Und demnach sind wir uns eigentlich da über alle Fraktionen hinweg dort bei der digitalen Agenda einig, dass wir diesen Bereich voranbringen müssen. Und ich werde mal versuchen, auch zu erläutern, warum es doch den Zusammenhang gibt, Energiewende und Digitalisierung. Wir kommen bei der Energiewende beim Ausbau der erneuerbaren Energien stetig voran. Im Jahr 2015 lag der Anteil der Erzeugung, das wissen Sie alle sehr gut, bei etwa ein Drittel des Stromverbrauchs. Wir sind damit über Plan. Und damit erreichen die Erneuerbaren im Vergleich zum Jahr 2000, wo es noch 7% Anteil waren, mittlerweile 33% Anteil, während der Anteil der konventionellen Erzeugung stetig gesunken ist, hat sich der Anteil der Erneuerbaren mehr als verachtfacht. Ausfluss dessen ist, dass in Deutschland mittlerweile über 1,5 Millionen EEG-Anlagen in das Netz einspeisen. Und es zeigt sehr deutlich, dass die Transformation des Energiesektors mit großen Schritten vorankommt. Wir befinden uns in einer gigantischen Umbaumaßnahme des kompletten Energieversorgungssystems, während in der alten Welt nur in eine Richtung Energie floss, nämlich vom Erzeuger hin zum Verbraucher, ist das dezentrale Energieversorgungssystem der Zukunft durch bilaterale Energie und damit auch Informationsflüsse gekennzeichnet. Mit der Zunahme kleiner und dezentraler Stromerzeuger nimmt auch der Anteil von Erzeugungseinheiten zu, die fluktuierend ins Netz einspeisen. Sonne und Wind stehen im Tages- wie im Jahresverlauf eben nicht immer planbar und verlässlich zur Verfügung. Zudem erfolgt die Einspeisung zumeist regional unterschiedlich und selten über das ganze Land verteilt einheitlich. Diese Volatilität stellt uns vor enorme Herausforderungen und diesen begegnen wir unter anderem durch den Ausbau der Netze, der Übertragungsnetze und der Verteilnetze. Wir brauchen aber nicht nur mehr Netze, sondern insbesondere intelligentere Netze. Und hier bietet uns die Digitalisierung mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf enorme Chancen. Sowohl bei den Letztverbrauchern, den Netzbetreibern als auch den Erzeugern fallen riesige Mengen von Daten an, die bislang weitgehend brach liegen. Ziel des Gesetzesentwurfs ist es, die Letztverbraucher und die Erzeugungskapazitäten in Deutschland mit sogenannten intelligenten Messsystemen auszustatten, die zukünftig als Kommunikationsplattform im intelligenten Energienetz dienen. Die intelligenten Messsysteme sind damit ein zentraler Baustein der Energiewende. So werden Stromerzeuger und Verbraucher intelligent miteinander verknüpft, damit Informationen über Erzeugung und Verbrauch ausgetauscht werden können. Damit stehen den Netzbetreibern deutlich genauere Daten zur Verfügung, die ihnen helfen, das Netz zu optimieren, den Ausbaubedarf exakter bewerten zu können. Das erhöht die Versorgungssicherheit und spart auch Kosten. Die Digitalisierung der Energiewende hat aber nicht nur Vorteile für die Integration der Erneuerbaren, für die Netzentwicklung und ist von entscheidender Bedeutung für die Energiewende insgesamt, sondern bringt auch große Vorteile für die Bürger, was ja gelegentlich auch ein bisschen angezweifelt wird. Zum einen, die Rolle des Verbrauchers wandelt sich grundlegend. Der ehemals inaktive Konsument kann sich mit Unterstützung von digitaler Infrastruktur zum Neudeutsch Prosumer entwickeln. Dieser partizipiert aktiv am Energieversorgungssystem. Im einen Moment kann der Haushaltskunde Konsument sein und eben Strom von seinem Anbieter beziehen. Im nächsten Moment kann er als Produzent von Strom auftreten, indem er durch seine PV-Anlage oder Wärmepumpe seine eigene Energie umwandelt und dies in das Netz einspeist. Dies ist einer der Vorteile, die mit der Digitalisierung der Energiewende verbunden sind. Sie schafft die technische Voraussetzung, dass der Bürger zum aktiven Akteur der Energiewende werden kann. Zum Zweiten, durch die intelligente Nutzung von Daten kann es außerdem gelingen, über Marktsignale Anreize zu schaffen. Für den Stromkunden wäre es dann mit innovativen, flexiblen Tarifen möglich, genau dann nachzufragen, wenn dieser besonders reichlich zur Verfügung steht und entsprechend günstig zu erwerben ist.
Andererseits besteht für Erzeuger die Möglichkeit, ihre Anlagen in Verbindung mit einem Speicher zum Beispiel so zu steuern, dass sie ihren Strom dann anbieten, wenn dieser besonders gefragt und entsprechend teuer ist. Gleichzeitig erhält der Verbraucher eine weitaus bessere Verbrauchsanalyse als heute, indem er präzise Informationen über sein Verbrauchsverhalten auswerten kann. Praxiserfahrungen zeigen, dass bereits Verbrauchstransparenz zu Verbrauchsreduktion führen kann. Bei allen Vorteilen, die mit der Digitalisierung der Energiewende verbunden sind, werden wir bei der Ausgestaltung auch die Risiken genau in den Blick nehmen. Im Zuge der Digitalisierung müssen wir immer uns auch die Frage stellen, was passiert mit den Daten? Mit der zunehmenden Vernetzung müssen die Fragen des Datenschutzes sowie der Datensicherheit mitgedacht werden. Wir brauchen eine hochsichere Kommunikationsinfrastruktur für unser Energiesystem. Das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entwickelte Schutzprofil sowie die technischen Richtlinien versprechen ein enorm hohes Schutzniveau, ist bereits mehrfach von Kollegen angeklungen. Übrigens sprechen Experten sogar davon, dass wir hier ein Schutzniveau erreichen, das über dem des Online-Bankings liegt. Daran sieht man auch, Sicherheit hat höchste Priorität. Dennoch, aufgrund des erhöhten Anfalls an Daten, die Aufschluss über das Verbrauchsverhalten von Haushalten geben können, ist der Einbau datenschutzrechtlich sensibel. Daher werden wir Wert darauf legen, dass der Kunde auch Herr über seine Daten bleibt und bei der Übermittlung der Daten notwendige Schutz sowie die erforderliche Sicherheit gewährleistet werden. Zudem werden wir eingehend beraten, welcher Akteur wann auf welche Daten Zugriff haben muss. Das ist das Verhältnis, das bereits mehrfach angesprochen wurde, Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber. Ein Argument, ein weiteres, dass wir darüber noch mal reden müssen, ist auch, dass keine Parallelstrukturen aufgebaut werden sollen, da ja nicht alle zum Umstieg entsprechend auf neue Messinstrumente gezwungen werden sollen. Also gibt es auch noch die alte Welt und die ist ja bei den Verteilnetzbetreibern. Also auch hier muss man aufpassen, dass keine Parallelstrukturen entstehen. Zudem unterstützen wir nachträglich den Ansatz, den Rollout zu angemessenen Kosten voranzutreiben, aber eben keinen Rollout um jeden Preis zu erzwingen. Im Gesetzesentwurf ist deshalb vorgeschlagen, dass es unterhalb von 6.000 Kilowattstunden pro Jahr Jahresverbrauch keine Einbaupflicht geben wird. Auf freiwilliger Basis kann aber auch darunter ein Einbau erfolgen. Auch das ist bereits angeklungen. Der mit intelligenten Messsystemen verbundene Nutzen wird von Verbraucherschützern gelegentlich in Zweifel gezogen. Hier bedarf es einer noch besseren Kommunikation der vielfältigen Vorteile, die mit der Digitalisierung einhergehen. Die Digitalisierung schafft bessere und effizientere Netze. Die Digitalisierung schafft mehr Transparenz für Verbraucher. Und die Digitalisierung schafft die Voraussetzung dafür, dass der Bürger zum aktiven Akteur der Energiewende werden kann. Lassen Sie uns in den nächsten Wochen darüber diskutieren, wie wir einen guten Gesetzesentwurf im parlamentarischen Verfahren noch besser machen und somit durch sichere Digitalisierung die Energiewende wieder ein ganzes Stück voranbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke.